Hallo ihr Lieben, meine erste Bestellung bei Diamond Art Gift ist angekommen. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen zu gucken, wie lange es gedauert hat. Ich würde sagen 2 Wochen. 2 Wochen, 2,5 Wochen, also Standard eigentlich. Ist natürlich wieder nur in der Tüte gekommen. Und ich würde sagen, ich kann euch auch sagen, woher es gekommen ist. Das wurde dann von Mörfelden-Walldorf verpackt und weitergeschickt. Und ich zeige euch mal eben, was ich so bestellt hatte. Ich habe, glaube ich, 6,99 für den Versand bezahlt, also völlig in Ordnung. Einmal habe ich mir ganz unspektakulär diese Release Paper, das sind in A5 20 Stück. Ich glaube, da habe ich 3,99 für bezahlt. Weil ich benutze nicht so gerne Backpapier. Ich habe auch gehört, dass davon der, dass die Klebekraft darunter zu leiden hat. Und deswegen benutze ich die jetzt, wenn ich mal was brauche. Und jetzt habe ich mir die mal etwas größer bestellt. Ich habe die auch schon in kleiner, aber jetzt hat mich das A5 so angelacht. Dann hatte ich mir etwas bestellt, was ich jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so praktisch finde, weil da nur diese kleinen Schiffchen reinpassen. Aber mal sehen, vielleicht gebe ich es meiner Tochter oder verkaufe es wieder, wenn sich da Interessenten finden. Das ist auf jeden Fall so ein rundes, wo man gleichzeitig 4 Schiffchen dann sozusagen befüllen kann, also die 4 Farben, die man am meisten braucht. Vielleicht nutze ich es auch doch selber, ich weiß es noch nicht. Mit 8 kleinen Fächern. Und es waren dabei, was ich aber schon ganz gut finde, 3 Stifte mit 3 verschiedenen Aufsätzen. Die kann man sich dann hier reinlegen. Ich schau mal, das hat glaube ich 5,99 gekostet. Ich hatte das schon mal in so groß. Dies war jetzt so etwas kleiner als Herz. Mal schauen, wer es von uns benutzt. Und ist aber schön stabil. Und ja, mal gucken. Das habe ich mir auf jeden Fall mit dazu bestellt. Dann habe ich mir noch bestellt einen Squishy-Stift, wo ich jetzt aber sagen muss, dass ich ihn nicht mehr ganz so hübsch finde. Das schreit dann auch nach meiner Tochter, die den bestimmt gerne haben möchte. Die hat nämlich noch keinen eigenen Stift. Dann bietet sich das an. Ich fand den Squishy-Stift ja schön, den ich von, ich weiß jetzt gar nicht, war es von Kraft and Wedding oder von Pichu Moon Art? Ich glaube, Pichu Moon Art hatte ich ja so ein Osterpaket. Bloß der war leider direkt nach einem Mal Painten kaputt. Und jetzt habe ich gedacht, bestelle ich mir hier mal einen mit. Muss ihn erstmal hier rausziehen, ohne dass er gleich beschädigt wird, weil die reißen sehr schnell ein. Das ist der Nachteil an diesen Stiften. Das ist auf jeden Fall dieser. Ich fand das Häschen obendrauf bloß so süß. Hatte mir das Gesicht aber halt ein bisschen schöner vorgestellt. Ja, ich glaube, das ist eher was für meine Tochter. Den hatte ich mir auf jeden Fall mitbestellt. Ich verlinke euch natürlich auch alle Artikel dann nachher in der Infobox. Hier muss man auch wirklich aufpassen, der sitzt nicht so ganz fest. Vielleicht nehme ich dann auch einen von meinen. Nachteil ist ja an den Squishy-Stiften, man kann da nur im Einzelnen mitsetzen. Also nicht, wenn man Mehrfachsetzer benutzt. Und ich glaube, dieses würde ich umändern. Da würde ich wahrscheinlich einen normalen Stift. Lasst mich das mal eben testen, ob das gut geht. Der ist ein bisschen zu kurz. Ja, muss man dann gucken. Das finde ich nämlich der Nachteil an diesen Squishy-Stiften. Das ist auf jeden Fall der Squishy-Stift. Und dann kommen jetzt noch 2 Bilder. Weil ohne Bilder geht es ja nicht, ne? Ich fange mal mit dem kleineren an.
Das war nämlich ein süßes Bild, was ich mir gestellt hatte, weil ich ja so eine Flurgalerie habe mit 30x30 Bildern und da fehlen mir jetzt noch ein, zwei. Und da hatte ich mir ein kleines dazu mitbestellt. Genau. Ich komme mir jetzt bloß gerade sehr klein vor, aber mir ist schon richtig so. Das ist ein, ja, ich glaube, es war ein Mops. Ein Mops in einer Tasse. Ach ja, genau, mit so Liebesäpfeln. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Das Ganze hat 20 Farben. Ich hatte es bloß nicht ganz so lila in Erinnerung. Ist 30x30. Ich denke aber eher, dass es in Wirklichkeit 25x25 ist. Das würde mir aber ganz pass kommen, weil die Rahmen sind nämlich 25x25. Ja, das ist 25x25. So sind die nämlich meistens, die 30x30 Bilder. Das ist mal was für zwischendurch. Dass es dann in den Rahmen kommen kann, das werde ich auf jeden Fall sehr bald machen. Aber sonst ganz süß. Es wirkt auch so ein bisschen Halloween-mäßig, aber ich glaube, in diesem Fall ist es das nicht. Es ist einfach eine Tasse, wo der Hund drin sitzt und dann diese kandierten Äpfel dazu, die man auch so auf dem Jahrmarkt kaufen kann, auf der Kirmes. Hier. Wollen wir uns mal die Klebekraft angucken. Die ist gut. Ich denke aber, dass man hier wahrscheinlich eher ein Lightpad braucht. Also das ist nicht ganz so gut zu erkennen. Auch durch die lila Farben ist das nicht ganz so einfach. Aber ansonsten macht es einen guten Eindruck, kann ich nicht meckern und wird auf jeden Fall bald gepainted. Oh, es ist sogar in Zip-Tütchen. Also das werde ich dann wirklich mal aus den Tüten painten. Das wollte ich nämlich schon lange mal bei einem kleineren Bild versuchen, wie das so ist. Und wie gesagt, hier bietet es sich jetzt an. Es ist schon schön in Zip-Tüten abgepackt. Mit Zahl drauf, sogar mit Bildernummer drauf. Nee, ist wirklich super. Da kann man wirklich einen Daumen nach oben geben. Ganz normales Toolkit. Ich behalte mittlerweile nur noch das Wachs. Alles andere kommt bei mir eigentlich weg. Hier. So, jetzt kommen wir zum großen Bild. Da war ich anfangs, als ich die Tüte bekommen habe, etwas ja, schockiert, nicht, aber nicht ganz so amused, wie man so sagt, weil das Bild geknickt ist. Es ist nämlich länger und es kam dann so an. Aber ich denke mal, dass das nicht so schlimm ist, weil es halt gegossener Kleber ist. So, die Tüte kann weg, ist leer. Ich habe mir noch ein Bild in dieser Art wie Jasmine Beckett Griffiths die Bilder macht, bestellt, weil ich einfach mal jetzt den Unterschied sehen wollte, weil ich mache jetzt gerade dieses Brother and Sister, das ist ja mein Monatsprojekt und das gefällt mir so wahnsinnig gut und dann wollte ich es einfach auch mal von einer AliExpress oder ja von so einer China-Firma testen, mit weniger Farben, also dieses hat jetzt die Hälfte der Farben, noch weniger als mein jetziges Bild, ist auch ein bisschen kleiner. Es ist aber schon sehr geknickt, muss ich sagen. Aber sehr empfehlenswert, auch wieder in Zip-Tütchen. Und hier ist sogar noch so eine Diamantdruck drauf. Also das finde ich wirklich sehr gut. Und sogar zwei Toolkits. Ein großes Wachs, ein kleines Wachs. Der Rest kommt bei mir wieder weg. Ja, das ist das Bild. Oh, keine Papierlegende merke ich gerade. Das finde ich schade.
Das finde ich immer sehr schade. Ich zeige euch das Bild mal einmal so. Ja, wenn du auch mal fokussieren würdest. Es ist auf jeden Fall das typische Mädchen und dann mit einem Einhorn im Arm. Sehr viel Grün-Blau, was ja so meine Lieblingsfarben sind. Vor allen Dingen das Grün-Blau, also jetzt das Grün, was schon so ein bisschen ins Blaue geht. Ja, ich bin gespannt, wie sich das painten lässt. Klebekraft ist sehr gut, aber die Falten, die gefallen mir noch nicht so ganz. Was wollte ich denn noch sagen? Ja, der Druck ist gut. Aber an den dunklen Stellen könnte man, glaube ich, auch besser mit Lightpad arbeiten. Es hat natürlich auch leider keine AB-Steine. Das ist der Nachteil, wenn man diese günstigeren Bilder hat. Eigentlich war ich ja auch davon ab. Bloß immer kann ich mir halt auch nicht da mit Art Club oder Karat.art die Lizenzierten leisten. Und ich wollte es einfach mal austesten, wie das dann rauskommt. Und ja. Ist auf jeden Fall nicht so ein Reinfall wie dieses Dogshelf, was ich letzte Woche ausgepackt habe. Das war ja wirklich ganz schlimm. Und dies macht sonst aber einen sehr guten Eindruck. Die Farben sehen auch sehr gut aus. Doch, das wird mit Sicherheit toll werden. Auch von den Farben. Wie gesagt, ich setze euch alles in die Infobox. In den nächsten Tagen werden noch mehrere Unpackings kommen. Ja, jetzt überlege ich, wie mache ich es am besten. Ich würde sagen, hier kann ich, glaube ich, besser die Folie abmachen. Und dann gleich einmal glatt streichen. Denn so wird es ja auch nicht gerade besser. Da bin ich ja froh, dass es gegossener Kleber ist und nicht die doppelseitige Klebefolie. Ich glaube, das mache ich mir gleich mal glatt und mache dann direkt die A5-Blätter drauf. Weil das wird sonst, glaube ich, nicht so gut sein. Das ist schon sehr geknickt und sehr gewellt. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht schreibe ich die Firma da auch nochmal an. Ja, das war mein Unpacking. Meine erste Bestellung bei Diamond Art Gift. Alles selbst bezahlt, selbst bestellt, selbst bezahlt. Also keine Kooperation oder so. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, euch dran teilhaben lassen, wie die Bilder da aussehen. Und ja, freue mich sehr auf eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen, damit ich auch mehr Reichweite bekomme hier auf YouTube. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!